Gute Verkäufer lügen nicht. Keiner behauptet, dass ihre Mitarbeiter alles sagen sollen, was wahr ist. Aber alles, was sie sagen, sollte wahr sein. Sie brauchen also nicht so unhöflich und bescheuert zu sein und ihrem Kunden ins Gesicht sagen, dass seine Krawatte ein ästhetisches Kapitalverbrechen ist, nur weil es wahr ist. Wenn sie aber dem Kunden Honig ums Maul schmieren, um Umsatz zu machen, prostituieren sie sich selber. Verkäufer mit einer gewissen Wesensfestigkeit tun sowas nicht. Genauso verhält es sich im Umgang mit ihren Mitarbeitern direkt. Wenn ihre Verkäufer einen Fehler gemacht hat, dann sprechen sie das geradeaus an. Sie müssen die Wahrheit nicht beschönigen. Nur so kann ihr Team sich weiterentwickeln. Wenn sie ihren Kunden gerne als Kuh betrachten und verkaufen für sie wie Melken ist, wenn sie nur ihr Umsatz zählt und die Gier sie dazu treibt, nicht das Beste für ihren Kunden, sondern das Beste für sich selbst zu wollen, dann hat der Dämon des Geldes Macht über sie. Dann müssen sie wissen, dass die Sache für sie am Ende nicht gut ausgeht. Das Gesetz des Universums lautet, was du gibst, kommt immer zu dir zurück. Wer nur nimmt und nie gibt, wird nie erfolgreich sein. Heißt für sie als Führungskraft, Führung im Vertrieb fordert besonderes Verhalten. Die Besonderheit der Führung im Vertrieb ist, dass ihre Mitarbeiter oft nicht anwesend sind. Sie sind beim Kunden, sie planen, sie arbeiten nach. Sie erleben Erfolge und Misserfolge oft ohne, dass sie als Führungskraft dabei sind und unterstützen können. Sie als Führungskraft im Vertrieb haben wenig Zugriff auf ihre Mitarbeiter und das macht deren Steuerung schwieriger. Natürlich sind ihre Mitarbeiter Top-Leute, die selbstbestimmt arbeiten und schon groß genug sind, um Misserfolge zu verdauen. Aber viele Verkäufer können ihr Potenzial nicht abrufen. Machen Sie sich klar, was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern, wenn es um Ihren Umgang mit dem Kunden geht? Machen Sie Ihren Mitarbeitern diese Forderung deutlich, indem Sie selbst danach handeln. Sollen Sie freundlich, verbindlich, interessiert und respektvoll verhalten beim Kunden? Ja. Dann behandeln Sie auch Ihre Mitarbeiter mit dem entsprechenden Respekt. Ein respektvoller Umgang sorgt dafür, dass auch Ihre Mitarbeiter Sie respektieren. Wenn Sie den Respekt Ihrer Mitarbeiter haben, können Sie auch damit rechnen, dass Sie auf offene Ohren stoßen, wenn Sie klare Ansagen geben. Achten Sie bei Ihren Ansagen darauf, dass Sie bei der Sache bleiben und nicht Ihren Frust des Arbeitsalltags an Ihren Mitarbeitern auslassen. Wagt es ein Mitarbeiter zu einem unpassenden Moment anzuklopfen, weil er eine Frage hat, fahren Sie aus der Haut und machen unmissverständlich klar, dass er die Lösung für sein Problem gefälligst selbst suchen soll? Wenn Sie das tun, schlimmer geht's nicht. Das Ergebnis einer solchen cholerischen Führung im Vertrieb ist klar. Anstatt den Chef um Rat zu fragen, versuchen Mitarbeiter in kritischen Situationen selbst zu retten, was noch zu retten ist. Und das auch dann noch, wenn sie mit der Problemstellung völlig überfordert sind. Und wenn sie es dann am Ende doch mitbekommen, werden sie gleich doppelt sauer. Beugen Sie dem vor, indem Sie für Ihre Mitarbeiter da sind. Und zwar immer.